Amsel, Drossel, Fink und Star. Viele Vögel sind uns aus Liedern und Redewendungen von Kindheit an vertraut. Überall, in Dörfern und auch in Städten, leben sie in unserer Nachbarschaft und manchmal sogar mit uns unter einem Dach. An das Zusammenleben mit uns Menschen hat sich eine ganze Reihe von Vogelarten gut angepasst. Vögel bauen an unseren Häusern nicht nur ihre Nester, sondern sie schätzen auch den trockenen Ruheplatz. Spatzen haben gelernt, an der Pferdetränke ihren Durst zu löschen. Höhlenbrüter nehmen gerne die von uns angebotenen Nisthilfen an, auch wenn dieser Hut eigentlich gar nicht dafür vorgesehen war. Und ein ausrangiertes Sofa ist für Vögel keine Umweltsünde, sondern ein überquellendes Angebot an Nistmaterial. Vögel kann man zu jeder Jahreszeit und fast überall in unseren Siedlungen beobachten, besonders erfolgreich in Gärten und Parks. Je vielgestaltiger die grünen Inseln sind, umso mehr Arten locken sie an. Wer Vögel nicht nur beobachten, sondern sie auch kennenlernen möchte, muss auf einige Merkmale besonders achten. Sofort fällt zum Beispiel der Größenunterschied zwischen Rabenkrähen und Staren auf. Auch Gefiederfarbe und auffällige Zeichnungen helfen bei der Bestimmung. Der rote Bauch kennzeichnet das Gimpelmännchen. Das blau gemusterte Flügelfeld den Eichelhäher. Zu beachten ist auch die Form der Schnäbel. Da gibt es dicke, kräftige Körnerfresserschnäbel, wie beim Grünfinken. Oder dünne, spitze, geeignet zum Meißeln, beim Kleiber. Ein langer Schwanz ist typisch für die Bachstelze. Nur allzu oft sind die Vögel aber von Blättern verdeckt oder im Gegenlicht nur als Silhouette zu sehen. Dann ist es schwer, zum Beispiel diesen Hausrotschwanz zu bestimmen. Nun ist es von Vorteil, wenn man seinen charakteristischen Gesang kennt. Bei den Vögeln gibt es unterschiedliche Arten von Lautäußerungen. Typische Rufe charakterisieren bestimmte Situationen. Dieser Grauschnäpper warnt zum Beispiel vor einer Gefahr. Gesänge hört man meist nur während der Brutzeit. Singend grenzt der Buchfink sein Revier ab und lockt gleichzeitig Weibchen an. Das Trommeln des Buntspechts bezeichnet man als Instrumentallaut. Es entspricht in seiner Funktion dem Reviergesang anderer Vögel. Um sich die Stimmen einzuprägen, ist der Frühling die beste Jahreszeit. In den frühen Morgenstunden singen die Vögel am intensivsten. Wer auf dem Gebiet der Vogelbestimmung noch Anfänger ist, sollte aber im Winter mit dem Kennenlernen beginnen. Denn während der kalten Jahreszeit halten sich viele unserer Brutvögel im Süden auf und die Anzahl der Arten ist jetzt nicht so verwirrend groß. Ein weiterer Vorteil ist, dass keine Blätter die Sicht versperren. Zu Beginn stellen wir deshalb Arten vor, die bei uns auch überwintern und sich zum Beispiel an Futterplätzen in aller Ruhe beobachten lassen.